So, seid mir wieder grüßt. Ja, bester Anfang ever. Freunde des gepflegten Zockens, wollte ich sagen. Suchtens und Ausrastens auch noch dazu. Es ist aber nicht Reuti Gaming HD. Den Gag, den checkt halt auch nur, den checken irgendwie drei Leute. Und davon guckt keiner meine Videos. Warum fange ich das Video mit dem Insider an? Wir sind dort, wo wir die letzte Folge aufgehört haben, nämlich hier im Pip-Boy. Denn Sally kam schon wieder auf uns zugerannt und wollte irgendwas. Da ich aber gar kein Fan von Sally bin, sind wir hier und reparieren noch ein bisschen unsere Waffen. Wir haben ja ein bisschen Krempel gefunden unten in dem Kryolabor, den sie den Entführungsopfern, den Entführten oder den Opfern, wie man will, na, abgenommen haben. So, Sally, was wärst du denn? Fantastisch, du hast es geschafft. Sieht schon ganz schön Jetzt musst zwielichtig du das aus Schiff hier, ne? verlassen. Ich weiß, dass es gefährlich aussieht, aber das ist der einzige Weg zur Spitze des Schiffs. Ach ja, zieh unbedingt einen Raumanzug an, bevor du da rausgehst. Sonst kann es sein, dass du stirbst. Vergiss das ja nicht. Ach ja, da war ja was. Zugang zum oberen Deck. Wir sollen außen rumgehen. Also wir gehen quasi nicht innerhalb des Schiffes hoch, sondern wir gehen außen an der Hülle des Schiffes und kommen dann irgendwo rein. Naja, klasse. Und dafür haben wir den Raumanzug. Da rüsten wir ihn lieber mal aus, ne? Quick Save. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich dachte, die zeigt uns das. In die Decompression Chamber müssen wir wahrscheinlich rein, so logischerweise, ne? Weil bevor man rausgeht, macht man so eine Dekompression. So ein Ausgleich. So. Euch geht's noch allen gut hier? Gut, zieh diesen Anzug an und geh nach draußen. Je früher wir hier rauskommen, desto besser. Du Ja, hast eine euch scheint es Generatoren, noch nicht allen wahr? gut zu gehen, ne? Höchste Zeit, draußen einen kleinen Spaziergang zu machen. Ja, es gängelt mich nicht so. Einfach hier rein? Okay. Achso, hier, das war die Werkbank, ne? Ist Toshiro eigentlich inzwischen wieder da? Glaub nicht, ne? Ne. Wohin ist der nur abgehauen? Das ist die Frage. Naja, kann uns auch Wurst sein, ne? Wir gehen jetzt zack hier rein in die Dekompression Chamber. Englisch. So. Sneaken wir mal ein bisschen rum. Wir haben den an, ja, guck. Wie kommt man schnell rein? V? Nee. Mittlere Maustaste. Okay. Brr. 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 Ah. Das sind tote Aliens. Haben wir die umgebracht mit unserem Dekompressionsvorgang? Oh, wir haben eine Quest abgeschlossen jetzt. Im Sternenhimmel. Oh je. Okay, wir gehen scheinbar auf den nächsten Teil des DLCs zu. Diese Galaxie ist zu klein. Links, rechts. Ich dachte, wir müssen nach draußen. Haben wir die jetzt gekillt durch durch Dekompression? Waren die da nicht vorbereitet drauf? Können die etwa nicht, atmen? Im Vakuum des Weltraums? Nein? Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir hier schon den Alien-Anzug absetzen? Ja, mach mal die Tür auf. Hier gibt es nämlich noch leckeren Alien-Loot. So, wir den brauchen, wenn wir erstmal irgendwo im All rumdriften. Weil Sally wieder irgendeine Scheiße baut, keine Ahnung. Sieht. Können wir weniger tragen, weil wir den Raumanzug an haben? Ich meine, unsere Rüstung gibt Stärke plus 1, aber wir haben ja eh Stärke nicht. Wir haben Stärke nur auf 9? Und Int nur auf 9? Aber wir haben noch den Ödland Jesus Perk und die Wackelpuppen. Eigentlich müssten unsere Stats doch auf 10 sein.
Wir sind auch nicht vergiftet. Der Raumanzug bringt eigentlich keinen Malus. Oh, jetzt habe ich ihn ausgezogen. Wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Idee. Gut, dass das Spiel scheinbar angehalten ist. Warum haben wir... Warum sind unsere Stats so verringert? Das würde ich mal wissen wollen. Der Helm, der gibt doch nur... Minus Charisma. Charisma Minus haben wir interessanterweise nicht. Unser Charisma ist auf 10. Verstehe, wer will. Es stört mich schon, dass wir weniger tragen können. Deswegen jetzt. So, dann haben wir dieses kleine Kabuff. Hier, Weltraumspaziergang. Okay, scheinbar ist es scheißegal, ob wir hier... Denn... Ich versuch's nicht mit dem Raumanzug. Das müssten wir nochmal hier durch. Okay. Jetzt sind wir wirklich in Space. Ein bisschen unrealistisch, dass hier noch normale Schwerkraft herrscht. Ne? Können wir einfach in Space reinspringen und sind dann weg? Tatsache. Lol. Und da fliegt er! Und da schwebt er. Hat uns das Spiel von alleine hier in den Modus gesetzt? Ich glaube schon, oder? So, wir müssen jetzt von hier aus irgendwie den Triebwerksraum-Teleporter aktivieren. Wie auch immer das funktionieren mag. Hier ist eine offene Konsole. Die pack mal rein. Und dann geht so eine Klappe zu. Und dann... Geht's nicht, ja. Wahrscheinlich müssen wir noch mehrere davon finden. Da hinten sehe ich noch eine. So, moonwalken mal hier. Ein bisschen durch die Kante. Ich glaube, das Spiel hat uns von selber in den Third-Person-Modus hier geschickt. Finde ich interesting. Auf jeden Fall haben wir so einen besseren Überblick hier. Will ich ja gar nicht abstreiten. Ah, da hinten haben wir noch so einen Pinörpel, der rausguckt. Dann werden wir den mal ordentlich stimulieren, dass er wieder reingeht. Der Pinöpel. So, zack. Noch einer Pinöpel irgendwo? Nein, da ist ein Licht angegangen. Ich glaube, wir haben's. So, Triebwerksraum. Triebwerksraum ist dort, wo unsere Crew abhängt, ne? So, zack. Oh, jetzt werden wir hier hochgepult. Wir wollen ja nach oben im Schiff. Und ich hoffe mal, unsere Crew kann uns jetzt folgen. Teleportationsmatrix. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder im Schiff. Wo im Schiff? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben wieder Dekompression rückgängig gemacht. Das heißt, wir können mal unsere alte Rüstung wieder anziehen. Zack, zack. Für den Schutzwert. Keine Atmosphäre vorhanden ist, muss der Raumanzug getragen. Sie haben Karma verloren. Warum habe ich Karma verloren dafür, dass mir der Kopf geplatzt ist? Oh, wo sind wir denn jetzt? Wo sagen nur, wir müssen die ganzen Pinöpel wieder rein. Wir sind nur durch den Teleporter gegangen, hat das nicht gespeichert? Och nee, das habe ich davon. Ich war ein bisschen zu schnell. Klasse. Pinöpel. Immer diese Pinöpel. Ich wieder, ne? Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall mal gesehen, was passiert, wenn wir den Raumanzug nicht anhaben. Wollte ich euch ja nur mal zeigen. Irgendwie wäre es worth, nach jedem von den Dingern einen Quicksave zu machen. Also kommt es mir zumindest vor. Dass ich ja nicht nochmal hier rumrennen muss, wenn das Spiel mal wieder abstürzen sollte, ne? Können wir ja nicht voraussehen, wann das passieren wird. Ich meine, mal sind es irgendwie 30 Folgen am Stück, die nichts passiert. Und dann mal wieder zack. Fünfmal in einer Folge.
Was ist denn hier? Hier sind wir rausgekommen, oder was? Waren das schon alle Pinöbel? Nur noch der mittlere hier? Ich dachte, es wären mehr gewesen. Außenhart. Naja. Vielleicht habe ich auch einfach mal Glück. Ja, Gott sei Dank. So, dann schweben wir wieder hoch. Und diesmal warten wir, dass, bis die Dekompression fertig ist. Wie ein schlauer Ödländer. Na, mach. Kleiner Alien-Kristall. War in dem anderen Raum auch Krempel? Habe ich gar nicht hingeguckt. Nicht, dass wir dort jetzt wertvolle Alien-Kristalle haben liegen lassen. Okay, die Tür ist offen. Ich nehme mal an, wir können wieder unsere Rüstung anziehen. Danke, Spiel. Unsere Stats sind nicht normal geworden jetzt, oder? Wir haben jetzt zumindest mal Stärke 10. Jetzt ist unser Charisma wieder weg. Ach, der Raumanzug ist ein Ganzteiler, ne? Also Helm und Dings. Na gut, deswegen hatten wir das Charisma wieder. Ah, naja. Gut. Öffnen wir mal diesen Behälter. Mit Elektroschockstäben drin. Energiemodul und Alienwaffen. Hier brauchen wir einen Schlüssel, da kommt man nicht rein. Hier ist ein Schalter. Ach, hier ist ein Teleportationsmatrix zum Engineering Core. Den müssen wir anmachen. Ah, guck mal, Soma kommt schon durch. Ich kümmere mich um die Tür. Das Porsen. Und die anderen werden auch noch folgen. Folgen die uns jetzt alle? Fände ich auf jeden Fall nützlich. Müssen wir zwar auf jeden Einzelnen aufpassen, aber... Wir haben wenigstens ein bisschen mehr Damage-Output. So, Sally. Das ist irgendwie aufregend, nicht wahr? Diesen Teil des Schiffs habe ich noch nie gesehen. Ja. Okay, ich auch nicht. Aber ich habe noch keinen Teil des Schiffes gesehen. Also, bevor wir nicht aus der Zelle raus waren, bevor wir überhaupt aufgesogen wurden. Das ist wunderschön, nicht wahr? Oh, nice. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas sehen würde. Das ist wirklich beeindruckend. Bei diesem Anblick könnte man fast vergessen, dass wir hier oben um unser Leben rennen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Gaffen. Tut mir leid, ich sollte mich um die Tür kümmern. Halt durch, ja? Der Borsten macht wieder die ganze Stimmung kaputt. Aber so sieht jetzt die Erde aus, nachdem dort nur noch Ödland ist, ne? Ja. Also braun und so. So, Sally? Ich dachte, die Tür. Ich weiß nicht genau, wohin wir gehen müssen. Aber ich glaube, wenn wir in dieser Richtung weitergehen, werden wir finden, wonach wir suchen. Die Tür. Sally! Du musst die Tür aufmachen, ne? Biological Research können wir schon auf der Map sehen. Ist das nächste? Ah, guck, da geht's ja jetzt endlich mal. Und... Wir müssen als nächstes den Captain besiegen. Leute, was macht ihr? Warum backt ihr alle hier rum? Oh Gott. Wo ist Borsten hin? Hab ich irgendwas verpasst? Leute, was macht ihr? Hier, Sally, hier musst du rein. Ist nicht offen, die Tür. Lass die mal in Ruhe. Alter Schwede, Spiel. Was wird denn das? Alter. Seid ihr kaputt? Ja, obviously sind sie kaputt. Muss ich was machen? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen warten, bis die hier wie immer reinkriegt und die Tür aufmacht, ne? Sally. Soma. Hallo. Schön, dich hier zu treffen. Gute Arbeit. Und was jetzt? Okay, warum können wir jetzt mit denen reden? Ne? Jetzt übernehmen wir das Schiff. Ich improvisiere hier, dass die Schiffsbalken krachen. Ich hatte gehofft, dass du wüsstest, wie es ist. Ich improvisiere hier, dass die Schiffsbalken krachen, ja. Haha, sehr lustig. Falls du nicht mehr weiter weißt, dann frag die Kleine. Bisher war sie ganz nützlich. Ja, aber ne, sie hat doch gesagt, sie macht die Tür auf.
Ich hoffe, sie finden nicht raus, wo wir sind. Ich glaube nicht, dass sie mich diesmal wieder in die Zelle zurückbringen würden. Aliens? Wer hätte das gedacht? Das ist ja verrückt. Dem könnten wir nur wieder sagen. Was hat er? Hatte was vom Todesstrahl? Was? Unter uns gesagt, bin ich überrascht, wie gut ich klarkomme. Jedenfalls glaube ich, dass ich klarkomme. Oder bin ich vielleicht schon wahnsinnig? Sei vorsichtig. Jetzt hat er wieder nichts mehr vom Todesstrahl gesagt. Ah! Und wo ist Porsen hin? Der ist wieder abgehauen, ne? Oder sichert er den Rückzug? Ich glaube, wir müssen sowieso neu laden, oder? Weil hier irgendwie wie stuck ist. Ich glaube, wir laden mal neu. Vielleicht habe ich irgendwie die Cutscene kaputt gemacht. So, Observierungsdeck. So, hier sind die Kollegen alle. Posten auch da. So, dann gehen wir hier hin. Das ist wunderschön, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas sehen würde. Das ist wirklich beeindruckend. Bei diesem Anblick könnte man fast vergessen, dass wir hier oben um unser Leben rennen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Gaffen. Richtig. Tut mir leid, ich sollte mich um die Tür kümmern. Halt durch, ja? Oh Gott sei Dank. Irgendwie haben die sich gegenseitig blockiert vorhin. Immer diese Bugs. Holy shit. Ich höre Aliens. Ah lol, hier ist ein Alien-Head. Der Alien-Head, guckt ihn euch an. Nu? Mensch, hast du das gesehen? Ja, aber ich sehe dich nicht. Aber auch ziemlich unklug von ihnen, meinst du nicht auch? Was denn? Das war ein Alien-Head. Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es klang ziemlich verärgert. Wir müssen rausfinden, was das war und etwas dagegen unternehmen. Was zum Teufel war das? Ist doch offensichtlich, oder? Die liefern ein gewaltiges Schauspiel, um uns Angst einzujagen. Das bedeutet, dass wir ihnen gefährlich werden. Das ist gut so. Allerdings sieht es jetzt so aus, als müssten wir zuerst eine große Todesstrahlkanone ausschalten, bevor sie den ganzen Planeten in die Luft jagen. Das hast du dem aber jetzt entnommen. Aber trotzdem ist es schön zu wissen, dass wir etwas ausrichten können, nicht wahr? Ja, aber woher weißt du, dass es jetzt eine Deaktivieren Sie den. Warum wissen alle, dass es einen Todesstrahl gibt? Also, Sally? Verfolg mich nicht so. Ja, was denn? Ich hoffe, Sie finden nicht raus, wo wir sind. Ich glaube nicht, dass Sie mich diesmal wieder in die Zelle zurückbringen. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu spät, ne? Ja, gut, Leute. Scheinbar wissen jetzt alle, dass es einen Todesstrahl gibt. Ich meine, das fehlte noch auf den. Oh nein, den hier haben Sie auch abgeschaltet. But what? Du musst das andere Ende finden und ihn wieder einschalten. Sie wieder raus. Okay, du bist sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich glaube schon. Wie es aussieht, werden sie jetzt noch wütender auf uns. Ich würde gerne erstmal den Alien-Loot hier nehmen. Alien-Kristalle nämlich. Und dann werden wir mal gucken, was... Biological Research ist ausgeschaltet in der Klasse. Hier kommen wir zum Weapons Lab. Ich kann nicht schnell genug von diesem Schiff verschwinden. Aber warum wissen alle auf einmal, dass es einen Todesstrahl gibt? Oder kann man das etwas sehen dort unten im Fenster? Wird es auf die Erde geballert? Oder auf das Ödland? Können wir uns ja gar nicht sicher sein, ob das die Erde ist. Nö. Hä? Ich denke, die haben den nicht verstanden. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht verstanden, ich den Alien-Head. Ich kann nicht schnell genug von diesem Schiff verschwinden. Na gut. Dann gehen wir halt ins Weapons Lab. Okay, wir müssen uns merken, zur Biological Research müssten wir. Kommen die anderen mit? Ich glaube nicht, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Weapons Lab. Oh Gott, dort oben sind schon wieder Aliens. Das klingt doch auf jeden Fall so, als gäbe es hier irgendeine geile Knarre. Oder, ja, man weiß nie, was es gibt. Ah, noch ein Außerteleporter. Wir nehmen aber schon mal den Metallsprenger in die Pfote. Wo ist er denn? Da. Und machen uns bereit für Alien Combat.
Den wir haben sonst gesehen. Alles klar, aber ein Geschützturm. Ja. Solange es Geschütztürme sind, da habe ich nichts dagegen. Die sind einfache 81 XP. Ah, guckt mal, dort oben sind die Aliens. Im Moment sind wir versteckt. Wird wahrscheinlich nicht lange halten. Würde ich mal annehmen. Jetzt hab ich schon wieder so einen dummen Schockstab mitgenommen. Weg mit dir. So. Na, guck, wir sind instant schon auf Vorsicht. Vorsicht! Gefahr! Gefahr! Ich würde ungern auf den so snipen wollen hier. Shit, macht er uns platt. Ist ja ungeil. Ach, was bombardiert uns denn jetzt noch? Das kam mir vor wie so eine Drohnenkanone. Geht's hier irgendwo hoch zu denen? Und jetzt sind wir umzingelt. Super. Super cool. Hast du super gemacht. Wo sind sie denn jetzt? Alter. Haben die irgendeine neue Superknarre oder was bombardiert uns hier die ganze Zeit? Stirb bitte einfach erstmal. Und ihr sterbt bitte auch. Dass wir uns schon mal zwei vom Leib geschafft haben hier. Ach, hier ist eine Kanone, eine Drohne. Ah, Moment, wir haben doch das Kontrollgerät, ne? Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir wieder eine Drohne übernehmen können. Zum Beispiel die dort. Ja, kiten wir hier mal ein bisschen. So, ne? Ich glaube, wenn die schon an ist, können wir damit nichts anfangen. Schade. Wir sollten ausgeschaltete Drohnen finden. Wo? Immer noch dort oben? Alter, komm runter, Junge. Liefern wir uns ein Sniper-Battle. Zack, zack, zack. Ist noch irgendwo was? Was ist denn hier noch? Oh, noch ein Geschützturm. Haben wir den Raum jetzt geklärt? Das wäre nett. Es kommt mir auf jeden Fall ruhiger vor. So, Epoxidharz. Stimmt, wir haben auch jede Menge von dem Harz dabei. Damit können wir den Metallsprenger auch reparieren. Ja, habe ich wieder überhaupt nicht dran gedacht. Na gut, aber nach 280 Folgen oder was wir immer traditionell repariert haben, ist es auch ein bisschen schwer, sich daran zu gewöhnen. Hier geht's nach oben, aber es ist versperrt. Und Sally ist ja irgendwie gerade nicht anwesend, um uns zu helfen mit den Türen. Die Drohnenkanone, nehme ich die mit. Komm, her damit. So, aktivieren Sie die Tür. Ja. Oh, hier ist eine Drohne, ne? Wie ich gesagt habe. Und Loot ist ja auch. Ist wieder so ein Buttercup-Spielzeug. Ich nehme es mal mit. So, Alien. Oh, was haben wir? Atomzerstäuber. Das ist auf jeden Fall was anderes. Wahrscheinlich ein einzigartiger Alien-Atomisator. Ich meine, die Alien-Waffen sind schon irgendwie einzigartig genug, ne? Alien. Wie hieß er? Ein Atomzerstäuber. Können wir mal hoch reparieren auf Max und gucken mal, was. Der hat 44 und das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich nehme einfach mal in die Pfote jetzt. Ich meine, kann ja nicht schaden. So, Wächterdrohne. Aktivieren wir. Und machen mal einen kleinen Quicksave. So, und dann gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Hier können wir überall nicht durch. Es sind überall diese, die durchsichtigen Wände. Das sind wahrscheinlich die unsichtbaren Mauern, von denen man immer munkelt. So. So, mehr Atomisatoren. Brauchen wir. Ja, noch einen. Die wissen auf jeden Fall, was wir wollen. Okay, hier geht's jetzt nach oben. Guck mal an. So kommen wir der Sache doch schon näher. Okay, hier ist blockiert. Wer hat denn das dort hingestellt? Das müssen doch die Aliens selber gewesen sein. Hier vor die scheinbar Tür. Ich merke gerade, wir sind schon ganz schön zerschunden. Ne? Ein Heilbogen wäre auch mal nett. So, der hat auch noch einen Atomisat. Ah, guck mal an. Der Heilbogen.
kommt sogar dann, wenn wir ihn brauchen. Ah, jetzt. Hier können wir jetzt hinter die eine Wand. Ah, das ist ja nice. Sind wir auf der anderen Seite von diesem, ich sag mal, Zentralraum? Oh, guck mal an. Jede Menge Alien-Gelumpe. The fuck? Wo kommt ihr schon wieder her? Dann ordentlich eingelasert. Von wo? Ist das unsere Drohne? Haben wir nicht die Drohne mitgebracht? Oder hat er die wieder zurück übernommen? Das fände ich nicht nur so nett. Wo ist unsere Drohne? Egal. Er ist irgendwie zu dumm. Also machen wir ihn mal kalt. Kommt uns auf jeden Fall gut gelegen, weil das der zu dumm ist. Zum Scheißen. Ach, noch eine Kanone. Wir sind so schon fast überlastet. Ah, die sind so wertvoll. Die sind auch irgendwie cool. Ich will sie mitnehmen. Altmetall. Ach, das war die Drohne. Energiemodul. Wow, ein Munition hat er dabei. Ist ja großzügig. Noch ein Disintegrator und noch ein Atomisator. Ey, es reicht irgendwann mal. Was denken die, wie wir die... Alter. Die denken wohl einfach gar nicht, dass man die alle aufhebt. Weil man schon so viele hat. Das ist ja pures Geld, was uns hier durch die... Die sind gar nicht so viel wert. Sind die Atomisatoren tatsächlich mehr wert als die anderen Waffen? Glaube ich ja irgendwie gar nicht. Also, als die anderen Waffen, damit meine ich als die Disintegratoren. Unser Zerstäuber hat irgendwie ganze 2 Schaden mehr. Boah. Super. Oh Gott. Hätte ich mal nicht in die Kiste geguckt. Wo kommt der denn jetzt schon wieder an? Oh, den haben wir gerade ordentlich kalt gemacht. Der hat doch irgendwie einen besseren Schussrhythmus drauf als vorhin. Es kam auf jeden Fall schneller Munition aus der Waffe. So, laden wir mal nach. Und gucken nochmal, hier sind überall, die sind überall aus, ne? Brauche ich gar nicht fragen, ne, oder? Ja. Wenn, solange die nicht leuchten, sind sie aus, würde ich mal annehmen. Okay, man kann sich ja nie sicher sein, ne? Vielleicht... Oh Gott. Wie die mich erschrecken, das sollte man gar nicht glauben. Dass wir nach irgendwie 10 Folgen auf dem Schiff immer noch von den Alien-Gegnern erschreckt werden. Oh, ja, guck da mal. Der hat uns jetzt ordentlich Arbeit abgenommen, unser Freund, der Fremde. Nett von ihm. Ich meine, ich habe mal gelesen, dass der kommt, wenn die Gegner noch 10% haben, um sie zu finishen. Ah, der hat ja mindestens noch 20 oder so. So. Irgendwie haben wir es gerade hingekriegt, den Todesstrahl auszuschalten, indem wir diesen Alien gelootet haben. Jetzt sagt mir nicht, hier ist der Todesstrahl einfach random und das war der Alien, der ihn bedient. Das wäre lame. Also wer hat sich das ausgedacht? Ich dachte, wir müssten mindestens noch 3 Generatoren ausschalten. Auf jeden Fall stand dort, dass wir den Todesstrahl ausgemacht haben. Also das stand als erfüllt. Oh, ich sehe, wir sind von der Zeit her ganz schön am Limit langsam. Da würde ich sagen, wir gucken nochmal in dieses Alien-Kistchen rein hier. Wo, na, wer hat's gedacht, es sind Alien-Waffen drin und Alien-Loot. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir gucken, ob wir wirklich schon den besagten Todesstrahl ausgeschaltet haben. Aber ich würde ja sagen, es gab nie einen Todesstrahl, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Bis zum nächsten Mal.